Habt ihr auch manchmal das Gefühl, dass in Amerika alles völlig im Arsch ist? Dieses Gefühl, dass das ganze Land nur einen Schritt davon entfernt ist, zu sagen, vergesst es, das war's. Wenn man richtig drüber nachdenkt, ist alles verseucht. Die Umwelt, die Regierung, die Schulen, was ihr wollt. Da wir gerade von Schule reden, ich wandelte neulich durch die Heiligen Hallen und fragte mich, gibt es ein Leben nach der Highschool? Denn diese Scheiße ertrage ich nicht einen Tag länger und schon gar kein ganzes Jahr. Ihr habt erraten, Freunde. Ich bin's mal wieder mit meinen Nörgeleien über das Land der begrenzten Unmöglichkeiten. Für euch wunderbare Menschen mitten in diesem wunderbaren Amerika. Mal sehen. Wir senden auf 92 Kurzwelle. Bis jetzt eine ganz nette, saubere Wellenlänge. Niemand anderes sendet drauf. Und der Preis ist heiß. Und macht euch auf was gefasst, Freunde. Heute Abend bin ich so geil wie eine zehnschwänzige Eule. Also bleibt schön dran, denn hier ist Hard Harry. Und vergesst nicht, esst eure Suppe mit der Gabel und macht eure Hausaufgaben im Dunkeln. Ist das die Kassette? Gib mal her. Hey, lass mich mal sehen. Weißt die du, Sendung suche ich ja schon ewig. Weißt du was? In der Sendung hat er sogar Eistee gespielt. Ist ja toll. Spielt Eistee und redet über seinen Schwanz. Von wegen, er zieht über die Schule her. Habe ich gestern Abend gehört. Mr. Chavez, Luis Chavez, ein Augenblick bitte. Alles klar? Ich komme dich dann später wieder abholen. Okay, Daddy. Und keine Verabredungen heute. Morgen früh hast du eine schwere Geschichtsarbeit vor. Okay. Hallo, Paige. Wann du willst, wo du willst, Baby. Mr. Paige? Oh, Miss Paige Woodward ist eingetroffen. So reich, so gebildet, so perfekt. Cheryl? Da sind wir ja. Die Direktorin möchte mit euch sprechen. Hm? Mr. Murdoch, worum geht's dabei überhaupt? Werdet ihr sehen. Entschuldigung, Mrs. Tresswood. Ja? Hör dir das an. Was ist das? Dieser DJ. Der Typ hat einen Piratensender. Er nennt sich Happy Harry mit dem Harten. Und er ist völlig sexbesessen. Natürlich. Und er kommt jeden Abend um 10 Uhr. Okay. An die Arbeit. Ich habe hier meine Dose Cherry Pepsi und mein Blackjack Kaugummi auch. Und ich habe dieses Gefühl. Ja, dieses vertraute Gefühl, dass alles unter unseren Füßen verwest ist. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died.